Zu Beginn der neuen Woche berichten wir heute aus Olbernhau und aus Wolkenstein. Meldungen der Polizei und das Glück auf TV-Wetter am Ende runden unsere Sendung ab. Also bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich wieder. Regionalwerben bringt mehr. Sie suchen ein neues Mitglied in Ihrem Unternehmen, einen Kollegen, einen Teamplayer. Dann teilen Sie das doch mit. Wie? Ganz einfach. Im Glück auf TV Jobfinder. Wir finden gemeinsam das fehlende Puzzleteil für Ihr Team. Ein Projekt vom Mittelerzgebirgsfernsehen und Kanal 9 Erzgebirge. Der Glück auf TV Jobfinder. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Jetzt hat uns der Alltag wieder ein. Doch der erste Arbeitstag der Woche ist ja schon fast wieder geschafft. Und wir steigen jetzt ein in eine neue Woche mit Nachrichten und Berichten aus unserer Region und für unsere Region. Heute ist Montag, der 22. August 2022. Und hier ist Megional, Ihre tägliche Dosis Information bei Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie unsere Sendung eingeschaltet haben. Das vergangene Wochenende war in der Region wieder gut gefüllt mit Veranstaltungen. Nur das Wetter war nicht immer auf der Seite der Feiernden. Aber letztendlich haben wir ja alle auch auf den Regen gewartet. Richtig Glück mit dem Wetter hatten die Organisatoren der 12. Erzgebirgischen Liedertour. Rund um Wolkenstein waren alle Generationen überwiegend zu Fuß unterwegs, um an den einzelnen Stationen Rast zu machen und den Künstlern aus der Region zuzuhören und mitzusingen. Nicole Fugmann-Müller und Frank Langer haben sich mit unter die Teilnehmenden gemischt. Sonntagmorgen um 10 rund um Wolkenstein. Die Parkplätze sind gut gefüllt. Auch der Bürgermeister hilft beim Einweisen. Die ersten Eintrittsbändchen sind längst verteilt. Die ersten Wanderer gestartet. Schon von weitem hört man die ersten musikalischen Klänge. Das anfangs trübe Wetter trübt die Stimmung keineswegs. Es ist Liedertourzeit, genauer gesagt die 12. Auflage der Erzgebirgischen Liedertour. Organisiert durch die Marienberger Baldauvilla mit einer ganzen Schar von Helfern. Diesmal geht es rund um Wolkenstein und damit sind spannende Aussichten und Wege Programm. Das attraktive Wandergebiet der Wolkensteiner Schweiz, zahlreiche Zeugen des Altbergbaus und natürlich das Schloss Wolkenstein sind nur einige der landschaftlichen Höhepunkte. Musikalisch ist das Spektrum unheimlich breit. Von mittelalterlichen Klängen über urerzgebirgischen Sound bis hin zu neuer erzgebirgischer Mundart. Musik.
oder erstklassiger Zittermusik. Die Leute sind gut gelaunt. Einmal frei. Wunderbar. Es ist ja jedes Jahr dabei und immer wieder schön. Ganz super. Und nächstes Jahr kommen wir auch wieder. Und auch die Sonne hat sich davon anstecken lassen. Zum Abschlusskonzert ist der gesamte Sportplatz in Geringswalde voller Menschen. Für die liebevoll als Liedertourmutti betitelte Hauptorganisatorin Constanze Ulbricht gibt es ein persönliches Dankeschön in Liedform. Das Lied soll nur ein kleiner Dank für all die Leider sein, die jedes Jahr mit fleißigen Händen geholfen haben dabei. Mit der Hundsübler so viele Jahre haben wir gespielt, ein Jahr. Und als der Andreas mal Urlaub hat mit Jörg, Franz, René und du. Sie ist doch die Liedertour, kommen wir alle zusammen. Und wenn der Tag zu Ende geht, machen wir nicht gleich ham. Wird noch manches Lied gespielt und die Gurgelwinge kühl, Musikanten lahm. Noch Kihat entlang des Schwappers. Über Wiesengold, Gotteskopf, bis Wetterstree. Zum Stabach über Schmalzgrub noch Stadeln. Zwischen Satzigen, Kihat und Natsching. Entlang der Fichtelbeikor, von Kranzelneider bis Wiesendorf. Unten der Pantonenwinkel in Karlswald. Seifen entlang des Knöppelbachers. Zwischen Zehnblitz, Aussprung und Lima. Und Bahnstadt und Weibert. Rund um Oberhagen. Region Marieberg und Heide rund um Wolkenstein. Liedertour, Liedertour, der Tag war immer schön. Ein ganz besonderer Dank an dich, ein ganz besonderer Dank an dich, Liedertour Mutti. Ein ganz besonderer Dank an Constanze, die Liedertour Mutti. Wir sind in der letzten Ferienwoche und in den Schulen werden die Vorbereitungen getroffen für das neue Schuljahr. Zurückblickend auf das vergangene Schuljahr blieben die Prüfungsergebnisse an Sachsens Schulen stabil. Das ergab eine aktuelle Auswertung der Schulabschlüsse sächsischer Schülerinnen und Schüler. Danach meisterten im Schuljahr 2021-2022 wie im Vorjahr 97% der Schülerinnen und Schüler ihre Abschlussprüfungen erfolgreich. Der Notendurchschnitt im Abitur 2022 beträgt 2,07 und ist somit gegenüber dem Vorjahr mit 2,08 fast gleich. 486, im Vorjahr 434 sächsische Schüler haben ihr Abitur mit der Traumnote 1,0 abgelegt. An den 51 beruflichen Gymnasien haben 92,7% der Absolventen das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife erhalten. Der Notendurchschnitt lag bei 2,27. An den 56 Fachoberschulen haben 92,3% der Schüler ihre Prüfungen bestanden. Und an den öffentlichen Oberschulen und Abendoberschulen nahmen im Mai und Juli 14.100 Schüler der Klassenstufe 10 an den Prüfungen teil. Davon haben 97,2% die Abschlussprüfung bestanden. Liebe Zuschauer, jetzt ist wieder Zeit für einen Produkthinweis in Megional. Die Kollegen der Service-Redaktion haben einen Artikel recherchiert, von dessen Verzehr bestimmten Kundengruppen abgeraten wird. Danny Obst, bitte. Musik.
DM-Drogeriemarkt informiert über den Rückruf des Artikels DM Biosmoothie mit Protein. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Produkt Spuren von Erdnüssen, Sesam und weiteren Schalenfrüchten befinden und somit die Allergenkennzeichnung nicht korrekt ist. Sollten Kunden an einer entsprechenden Allergie oder Unverträglichkeit leiden, wird vom Verzehr abgeraten. Artikeldetails: DM Biosmoothie mit Protein. Inhalt 250 ml. Es sind alle Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen. Kunden werden in diesem Fall gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren und ungeöffnet oder bereits angebrochen in die DM-Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Für alle anderen Menschen ohne entsprechenden Allergien oder Unverträglichkeiten ist der Verzehr unbedenklich. In Olbernhau hat es am gestrigen Sonntag gebrannt. Eine Laube fiel den Flammen zum Opfer. Jakob Scharschmidt mit weiteren Informationen. Feuerschein liegt über einer Kleingartenanlage. Eine Laube steht in Vollbrand. Mit diesen Bildern hatte die Feuerwehr vergangene Nacht an der Saida-Straße in Olbernhau zu tun. Gegen 23.10 Uhr bemerkten Anwohner den Feuerschein in der Anlage und wählten den Notruf. Die freiwilligen Feuerwehren Olbernhau und Oberneuschönberg wurden alarmiert. Zudem kam ein Großtank-Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Zöblitz zum Einsatz. Etwa 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Unter Atemschutz konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Wie hoch der Schaden ist und wie es überhaupt zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Danny Obst blickt gleich für uns in die Polizeiakten und anschließend schauen wir uns an, wie sich das Wetter in der letzten Ferienwoche gestaltet. Rechenberg-Bienenmühle, Ortsteil Klausnitz, 6 Verletzte nach Kreuzungsunfall. Am 18. August gegen 11.50 Uhr war eine 83-jährige Fahrerin eines PKW Opel unterwegs. Als sie die bevorrechtigte Hauptstraße Bundesstraße 171 kreuzte, kam es zur Kollision mit einem dort in Richtung Saida fahrenden PKW Citroën, Fahrer 65. Bei dem Unfall erlitt die Opel-Fahrerin schwere Verletzungen. 2 Mitfahrerinnen des Opel wurden leicht verletzt. Der 65-jährige Citroën-Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. An den beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Marienberg. LKW kippte um. Bundesstraße war blockiert. Am Morgen des 19. August befuhr ein 27-jähriger Fahrer eines LKW Mercedes mit Anhänger die Bundesstraße 174 aus Richtung Reizenhain in Richtung Marienberg. Ungefähr 300 Meter vor der Abfahrt Marienberg Süd bremste er wegen eines verkehrsbedingt bremsenden PKW stark und wich aus, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Dabei kippte der LKW einschließlich des Anhängers um und blieb quer über die Fahrbahn liegen. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 110.000 Euro. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Marienberg, Ortsteil Dürfel, E-Bikes aus Garage gestohlen. Zwischen dem 19. August 17.30 Uhr und 20. August 11.30 Uhr brachen unbekannte Täter in der Ulrich-Rühlein-Straße durch ein zerstörtes Fenster in einer Garage ein. Anschließend rissen sie das Rolltor der Garage aus der Halterung und entwendeten 2 E-Bikes im Gesamtwert von ca. 1.800 Euro. Der einbruchsbedingte Sachschaden schlägt zudem mit knapp 1.000 Euro zu Buche. Willkommen zum Glück auf TV-Wetter. Alle Ferienkinder können sich in der zweiten Wochenhälfte auch wieder auf sommerliche Wärme freuen, um das Freibad vielleicht nochmal zu besuchen. Allerdings steigt in dem Zusammenhang mit dem schöner werdenden Wetter auch die Gewitterneigung. Das beobachten wir im Laufe der nächsten Tage etwas genauer. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel über unserem Sendegebiet stark bewölkt. Örtlich kann es auch leichten Regen geben. Beim Blick auf die Nachttemperaturen lohnt sich wieder das gute Durchlüften der Räume. Denn die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 11 Grad. In den Hochtälern kann es auch wieder einstellig werden. Der Nordostwind kommt schwach mit 8 bis 15 km pro Stunde daher.
Der Dienstag startet mit einem stark bewölkten Himmel. Vereinzelt ist leichter Regen nicht ausgeschlossen. Und in der zweiten Tageshälfte lockert aber dann der Himmel etwas auf und mit wenigen Wolkenlücken. Und trocken geht es dann in den Abend und in die Nacht zum Mittwoch. Schauen wir auf die Tagestemperaturen. Und diese klingen zwar noch nicht so sommerlich, aber keine Angst, das wird noch. Am Vormittag erreichen wir Werte um die 12 Grad und am Nachmittag klettert das Thermometer auf bis zu 18 Grad. Der Wind weht im Mittel zwischen 6 und 13 Kilometer pro Stunde aus Norden und in Böen bis über 20 Kilometer pro Stunde. Und so entwickelt sich das Wetter weiter. Hier sind die Aussichten für den Mittwoch und den Donnerstag. Am Mittwoch steigen die Sonnenanteile schon wieder merklich. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es bleibt niederschlagsfrei. Und die Temperaturen, die bewegen sich zwischen 13 und 23 Grad über den Tag. Der Wind weht leicht aus Nordosten zwischen 4 und 8 Kilometer pro Stunde mit der ein oder anderen mäßigen Böe dazwischen. Am Donnerstag nehmen dann die Sonnenanteile weiter zu. Der Himmel ist locker bewölkt. Und an den Thermometern lesen wir dann schon Werte zwischen 14 und 26 Grad ab. Da kommt das dem Sommerfeeling doch schon wesentlich näher. Und der Wind, der weht leicht zwischen 4 und 8 Kilometer pro Stunde aus Südosten mit vereinzelten mäßigen Böen. Und in Richtung Wochenende steigen die Temperaturen weiter. Es steigt aber auch die Gewittergefahr. Liebe Zuschauer, das war der Wochenauftakt bei Megional. Haben Sie heute nicht rechtzeitig einschalten können, dann ist das kein Problem. Werfen Sie doch einfach einen Blick in unsere Mediathek im Internet auf unserer Homepage. Unter den Internetadressen www.mef-line.de oder www.glückauf.tv finden Sie unsere Beiträge und Sendungen rund um die Uhr zum individuellen Anschauen. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen, wünsche noch einen schönen Abend und später dann eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut.